Das ist schnell. Warte kurz, du hattest gesagt, bei normaler Geschwindigkeit, Genau, also das kannst du ein ruhig nochmal ins Forum Handlungspunkt. schreiben. Bewegung. Normal bezahlt ihr pro 20 Meilen. Den Sprint bezahlt ihr pro volle Meile. Aber damit holt ihr absolut jedes Schiff ein. Da kann nichts mithalten. Überhaupt nichts. Außer andere Archen. Außer andere Archen, aber damit würdet ihr auch eine Seeadler einholen. Es sei denn, die Seeadler geht dann mit Segeln noch zusätzlich auf Ruder- oder Rammgeschwindigkeit, weil, na gut, so eine Galeere, die dann mit Ruderern arbeitet und mit drei Segeln, ja, hattet ihr noch nicht erlebt? Ja, gut, ihr hattet schon einen Djinn in den Segeln, aber na gut, apropos Djinn in den Segeln, vielleicht schafft das auch eine Solman al-Nasori, das Artefaktschiff, aber das habt ihr bisher noch nicht kennengelernt. Ja, am Ende des Tages brecht ihr, was heißt am Ende des Tages, nach einer halben Stunde brecht das Schiff zusammen und muss weiteres Unwasser tanken. Gut, damit ist auch das geklärt. Was wollt ihr jetzt tun? Ja, und Wasser tanken, dachte ich. Okay, ja. Dann erzähle ich euch das auch schon mal. Regeneration von dem Aufenthalt im Wasser der blutigen See. Das sind bis zu, je nachdem, wie verseucht das Wasser ist, 1W6 Handlungspunkte pro Tag bis zu 2W20 Handlungspunkte pro Tag. Ihr befindet euch aktuell in einem Gewässer der Verseuchung Stufe 2 von 3. Das heißt, die Unheiligtümer, wenn ihr am Strudel tankt, dann geht das sehr, sehr schnell. Und wenn ihr jetzt hier irgendwo in der blutigen See steht und nicht an den Ausläufern, dann sind das halt nur 1W20 pro Tag. Also 1W20. Also eine sehr einfache Rechnung. Spielen die Nieren da irgendwie mit rein? Sind wir genau da, wo unser Token gerade ist? Ja, habe ich schon bewegt. Romilly. Ja. Man wies mich gerade darauf hin und wir werden wohl ein wenig länger hier sitzen. Könnt ihr vielleicht Vögel ein wenig in die Umgebung schicken und schauen, ob jemand Kurs auf uns hält? Natürlich. Gut, ich möchte wissen, falls jemand zufällig oder absichtlich in unsere Richtung kommt. Das sollte kein Problem sein. Da hat jemand geschmissen. Auweia, klar. Die guten Handlungspunkte. Ach, warten wir halt noch ein bisschen. Haben keine Zeit. Zumindest nicht hier. Ja, prinzipiell würdet ihr mit den 6 Handlungspunkten, die ihr bekommt, einfach rechnen wir 6 mal 20 sind 120 Meilen, die ihr für den nächsten Tag hättet. Gar nicht so viel. Wie viele Meilen? 120? 120, die ihr jetzt pro diesem Tag fahren könntet. Also Aber gehen, ab, nicht erst sprinten. am, genau, gehen, aber auch erst ab dem nächsten Tag. Das heißt, ihr steht jetzt erst einmal den ganzen. Warte, warte, warte. Hallo, hallo, hallo. Noch Nee, nicht. ich wollte nur gucken. Ihr steht jetzt den ganzen 16. Zar herum und tankt. Und die Vögel von Luciferus von Romili. Ja, die Kommunikation, ja, passiert ja einfach automatisch, ne? Da musst du ja nichts würfeln. Mit der Eule automatisch und beim Falken würde Romilly teilweise sogar mitfliegen. Okay. War Mitlesen? hoch genug, damit sie nicht von allem gesehen wird. Reicht, wenn sie erkennt, dass da was kommt. Ja. Und vom Sturm fernhalten. Ja, klar, also den Sturm Ja, kannst du auch aber nicht wahrscheinlich auch bei durchfliegen, Nacht, oder? das wird nicht funktionieren. Du siehst, dass in Järgern zwei Dämonenarchen stationiert sind und viele, viele Kriegsschiffe und noch viel kleinere Schmugglerschiffe, Transportschiffe. Da ist die Hölle los. Die absolute Hölle. Und ja, neben den zwei Dämonenarchen, die sind kleiner. Also du schätzt das mal ab. Mach mal eine Rechnenprobe. Weia. Ja. Meinetwegen auch Jetzt eine erschwerte 200? Orientierung, würde auch funktioniert. Viele. Ja, nee, es geht nicht um viele, es geht um zwei Stück, aber die sind halt klein. Kleiner als ihr. Angreifbar, wenn da nicht die Kriegsschiffe wären.
Ja, und dann brichst du deinen Flug ab, weil du siehst das Karakel aufsteigen, und zwar mehrere. Ich glaube, das gibt einen ziemlich eiligen Rückflug. Und ich hoffe mal, dass ich keine Bruchlandung am Deck hinlege und nicht gerade irgendwelche Söldner gucken, wo ich gerade lande. Ja, es ist dunkel. Fliegprobe, erschwert um 3. War nett, euch gekannt zu haben. Schicksalspunkte? Hast du noch einen? Ja, Dann ich los. hab Meinung. Und zwar die ganze Probe. Ich würde gerade sagen, 17, 18, da musst du alles hinterherwerfen, gerade bei Geschicklichkeit 11. Dann stürzt du nur aus einem Meter, ja doch, sagen wir einen Meter. Dann stürzt du nur aus einem Meter Entfernung ab. 1W6 minus 1. Das ist doch okay. Knallst auf das Oberdeck. Bist wohl zu früh Autsch. abgesprungen von deinem Kampfstab, und ja, für 4 SP knallst du dann gegen die Tür, brichst sie einmal auf und kannst dann auf der anderen Seite schnell nach oben rennen, irgendwo hin, da wo ja, Jalan ist. Kapitän! Romilly, ihr seid schon wieder da. Ihr solltet die Rotzen bemannen, und zwar schnell. Wir haben keine Rotzen. Die sind abgebaut. Dann Bogenschütze oder was auch immer. Charakene sind im Anflug. Scheiße. Und der Hafen, wir sollten schnell weg. Wirklich schnell. Ich stürme dann ans Oberdeck. Auf dem Weg rufe ich noch irgendwie in die Quartiere rein. Schützen an Deck! Schützen! Im Hafen stehen reichlich Schiffe. Mindestens zwei kleinere Archen sind dabei. Keine Ahnung, was noch alles. Was habt ihr denn gesehen, Wohlgelungener? Feuermann, Evanaios, in den Sturm, jetzt! Karakil auf dem Weg! Was, sie bewegen sich auf uns zu? Verdammt! Charaktere sind gerade aufgestiegen, ja. Fragt nicht, lauft einfach. Hängen Sie im Sturm ab. Da Mist. Mit der richtigen Crew wäre das alles viel einfacher. Jetzt sagt der Bruchzimmer, Männer, schlage ich ihn. Nun, ich fürchte, wenn man mit den Männern arbeiten müsste, die wir an Bord haben. Haben wir Wir Waffenbesprechung müssen mit den noch beschränkt? Habt Fähigkeiten ihr der euch. Arche arbeiten. Ja, fangt an zu laufen. Los! Dann laufen wir in den Sturm rein. Ja. Warum Sprinten? sprecht ihr? Nee, normal. Schade. Ja, ihr habt nicht den ganzen Tag getankt, das heißt, ihr bekommt von mir nur die Hälfte, also nicht 20. Was hat Ragnar gewürfelt? 6, also 3. Sechs. Das heißt, ihr könnt maximal 60 euch bewegen. Ich führe euch Ja. einfach mal durch den Strom. Ja, wenn Okay. die Schützen bemannen selbstverständlich die Türme, sie können auch erkennen, dass die Karakile kommen, und die interessieren sich überhaupt nicht für den Sturm. Nach 2 Stunden erreicht ihr die andere Seite, und die Karakile sind wohl immer noch irgendwo im Sturm, könnt ihr noch nicht erkennen. Ja, was wollt ihr tun? Ostwärts, definitiv ostwärts, in den Golf rein. Ron, seht zu, dass die Geschütze herbeikommen. Die Harpunade zuerst. Das dauert 6 Stunden. Ich Wollt ihr mich weiß. verarschen? Nein. Ich baue sicherlich keine Geschütze auf, auch wenn ihr mich jetzt von Bord schmeißen lasst, während Karakila angreift. Noch greift niemand an. Seht zu, was ihr tun könnt. Männer, Kapitän, ihr habt ostwärts, ihn zurück in gehört. den Sturm. Habe ich es richtig verstanden? In den Sturm wollt ihr. Wie weit können wir noch laufen? Nein, ich meine, euer Befehl, Nein, okay, verzeiht, ich in meinte Osten, also westwärts. zurück in den Sturm. Nein, westwärts. Ah. Hi. Wir hängen sie in Richtung Oron ab. Die werden sich da nicht entrauen wollen. Hoffen wir mal. Ein brutal heller Schrei erklingt, und durch die Sturmfront brechen 2 lange grüne Schlangen, ledrige Fledermausflügel, die sie in der Luft halten und tragen, und ihr könnt Reiter auf ihn erkennen. Klein, ganz klein, nur Sagen und Legenden, beziehungsweise Geschichtswissen. Es ist eher Geschichtswissen. Ist das jetzt Dorkstein, der kommt, um mich zu holen? Dorkstein.
Ich habe echt keinen Bock, heute ein Schiffi zu verbrennen. Nein, es ist nicht Dorkstein, aber diejenigen, die die Geschichten gehört haben, Karakile, haben Schwarz-Toprien erobert mit den Sorduels-Äpfeln. Reiter, die von oben Brandgeschosse bzw. Säurebälle hinabwerfen. Oh, Scheiße. Das ist nicht gut. Das wird gut. Das wird gut. Wie schnell kommen die näher? Ah, im Flug. Die haben eine Geschwindigkeit von 18. Das heißt, die sind genauso schnell wie ihr im Sprint. Dann fangen wir wohl besser an zu sprinten. Ja, ich werde mal rufen, warte, baut die Harpunade auf, weil die funktionieren, glaube ich, am besten gegen die Dinger. Ich habe den Mann schon längst losgeschickt. Ja, aber du hast gesagt, baut alle Geschütze wieder auf. Wie gesagt, habe alles zuerst. Ach so, okay. Ja, also die anderen Geschütze können wir gegen die Dinger wahrscheinlich eh nicht benutzen. Die Schützen gehen sich in ihren Turm. Ich hole auch meinen Bogen herbei und dann sehen wir mal, was passiert. Erstmal sprinten wir weg. Hier unter Deck. Okay, dann erreichen euch Sprint. Ganz sicher? Everlast, deine Entscheidung. Nee, wir kommen nicht weit mit Sprints. Wir sollten lieber mit normaler Geschwindigkeit Wir könnten mit 20 den Meilen Mitzverinen nach versuchen, hinten schießen. zurückzulegen. Aktuell habt ihr noch zwei Handlungspunkte. Zwei Stück. Ja. Das heißt, ihr Was kommt passt? entweder jetzt 40 Meilen, ihr könnt jetzt ja, euch ungefähr 2 Minuten von den Karakielen entfernen. So roundabout. Oder aber, ja, ihr bleibt stehen und kämpft. Und mit den zwei Handlungspunkten, das ist jetzt das, was Jasper euch empfiehlt, Ignisfero reinschießen. Oh, Ich wer wollte hat gerade sagen, geschrieben? Ich hab's auch gerade schon gesagt, wir schießen ihr zwei seid, hintereinander. also ihr seid auf einer Dämonenarche. Ich wollte es nochmal betonen. Ihr seid nicht auf einem normalen Schiff, mit dem ihr fliehen müsst. Herr Darius, ich will dir keinen Druck machen, aber Feuer frei! Bleibt Nicht zu, stehen, was aus dem dreht euer Kahn. Schiff. Die Karakile greifen an. Jetzt muss ich auf den Geschützturm hochkommen. Geschwindigkeit 18, die sind als erstes dran. Die Reiter werden sich in der Luft halten, und zwar so auf ungefähr 20 Meter über euch, Sorduls-Äffel schmeißen. Und dabei visieren sie ja, den Schützenturm an, denn die Schützen schießen auf sie. Ich werde Gut, dass ich einfach da mal mittendrin stehe. die Karakile kopieren. Die Karakile werden hier jetzt noch einmal vergrößert. Boah, das hatte ich heute echt nicht vor. Okay, dann schmeißen Karakil-Reiter Sorduls-Äpfel 1, 2. Autsch. Wo steht Jalan? Ich habe mich gerade hingezogen bei den anderen Schützen auf der Plattform. Ja, würfel mal Initiative. Ja. 19. Das sieht gut aus. Du siehst, wie die Äpfel auf deine Position fallen gelassen werden. 3, Ich 2, muss wieder wegkommen. Ich 1. springe zurück in den Turm. Zurück in den Turm? Zurück in den Turm. Gut. Athletikprobe. Kommt. Ja, du stolperst in den Turm hinein und kannst danach nur noch Geschrei vernehmen. Menschen, die. Und das sind jetzt die Schützen, die eben an der Stelle standen, wo du warst, in Säure gehüllt, mit beißenden Dämpfen, die von ihnen ausgehen, von der Plattform stürzen. Ihre Haut schält sich noch im Fluge von ihrem Körper. Und sie klatschen auf das Oberdeck. Dann haben wir Mistkerl. nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Und auf dem anderen Oberdeck wird sich ebenso jetzt das Adlerbanner in Rauch und Schlacke auflösen. Das war die erste Aktion der Karakil-Reiter. Jetzt seid ihr dran. Schützen feuern. Ihr habt 1, 2, 3, 4, 5. 4, nochmal 4 sind, sagen wir, 15. 15 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die 20 trifft nicht. Die 20 trifft nicht. Von 15 treffen 12 Leute.
Gute Leistung. 12 Leute. 12 Pfeile schlagen ein und ja, der erste Karakiel wird wohl gespickt. Stürzt aber nicht ab. Es handelt sich hier A um einen Dämon und B um profane Pfeile. Und ja, damit dürft ihr arbeiten. Evadaios, was willst du tun? Ja, ich bin überzeugt, wir benutzen die Ferro-Kanonen. Gut zielen, gut zielen. Feuer! Das macht Fiona, das Zielen. Gegen die Sphero-Kanone, du gibst den Schwestern, du gibst den Schwestern den Befehl und die werden ausgelöst aus Astlöchern. Kosten euch nur einen Handlungspunkt. Okay. Hier steht nichts dabei, wie dann eine Probe verläuft. Das heißt, ja, ich sage einfach mal 1 bis 18 trifft und 19, 20 nicht, weil, naja, vielleicht sind die Karakile ja eben auch ziemlich gelenkt. 7, das ist die erste. Damit sind beide Handlungspunkte weg und ihr bekommt 10 W6 von mir. Dürft ihr gerne auswürfeln. Elfadaios. Du würfelst. Würfel gut. 10 W6. 10 W6, alles klar. Für 2 Ignisfero. Gar nicht so gut. Ja, der Karakil fängt an zu brennen, der Reiter stürzt ab, aber ja, klatscht dann auch nach viel zu vielen Sekunden irgendwann aufs Oberdeck als brennende Leuchtfackel, aber der Karakil lebt noch. Ragnar. Ja, ich komme dafür, dass ich keine Zielscheibe bin, also ich hocke mich irgendwo ins Gebäude rein. Alles klar. Bleibt wahrscheinlich oben beim Evadaios. Ja, Romili. Selbstmordkommando. Hexe hebt ab und versucht sich an einen der Reiter an den letzten Reiter ranzumachen und den von seinem Reittier runterzuholen. Dann sind auf 20 Höhe. Würfel mir mal. Da will ich eine Ritualkenntnisprobe und eine Fliegenprobe für haben. Nicht erschwert. So, Fliegen ist das Einfachste. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ritualkenntnis ist jetzt schwierig, da musst du mir die Eigenschaften sagen, weil die normalerweise je nach Fluch unterschiedlich ist. Dann gib mir mal eine Mut, eine Mut-Mut-Gewandtheit. Ich hab nur einen RK-Wert von 3. Dann kannst du da einen ausgleichen und das gelingt. Du fliegst blitzschnell mit was für einer Geschwindigkeit? Maximal 50 km/h. Autsch. Ein Blitz fliegt durch die Lüfte und dann gibt es einen weiteren Schrei. Der Karakil wurde entmannt und der fällt dann nicht aufs Oberdeck von euch, sondern in die blutige See. Jalan, was willst du tun? Karakil ist noch da. Die Reiter hier schwingt irgendwas, ja. Die Reiter sind beide weg. Und haben wir gerade zweimal denselben Reiter gekillt? Nein. Was willst du tun? 3, in diesem 2, 1. Nehme ich mich hin, um die Ecke und. Spanne einen Pfeil auf, schieße auf den Karakil. Mach mal einen Schnellschuss, damit ich diese Runde noch fertig werde. Gut, hau rein. Hexischer Bogen, hier kommt's. Das ist auf jeden Fall getroffen. Reichweite ist unter 25 Meter. 20 Meter habe ich gesagt. Ja, okay. Dann haben wir hier einen panzerbrechenden Pfeil. Was bei Dämonen vermutlich egal ist. Richtig. Ja, Pfeil trifft, Karakil schreit und er stürzt sich gemeinsam mit seinem anderen Kumpan nach unten und ja, fängt an, jetzt einzelne Schützen nach und nach runterzustoßen. Evadaios, weitere Aktion. Beide Ignisferos sind raus, die Arche bricht zusammen. Ich gehe oben aus der. Auf der Kapitänskajüte auf die Plattform. Hasswolf! Hast du den Männern den Schild beigebracht? Nun ist die Zeit gekommen. Er dreht sich verärgert um. Die Menschen sterben dort oben! Dort auf die Schützen. Nehmen wir die Maraskane an. Ich könnte euch helfen, mein Prinz. Und wie willst du das machen? Ragnar, du bist doch. Ragnar kauert sich immer noch wie ein Häufchen Elend irgendwo zusammen, dass er nicht dran ist? Dass er nicht getroffen wird, genau. Romini, du schwebst jetzt neben dem Karakil.
Dämonen sind kein Spielzeug. Egal. Aufsitzen und auf ihn einprügeln. Du willst auf den Karakil aufsitzen? Ja. Geil. Ich weiß, dass ich wahnsinnig bin. Warte, wollen wir noch eine Sache sagen? Man nennt euch gekannt zu haben. Erdboden abstoßen mit deinem Fluggerät. Du kannst nicht in der Luft nochmal auf dein Fluggerät aufsteigen, wenn du abgestiegen bist. Dann werde ich ein Problem haben. Aber darüber denkt die Hexe später nach, wenn es noch ein später gibt. Ja, nochmal eine Fliegenprobe. Dann, du springst von deinem Kampfstab ab, versuchst dich an den Karakil zu klammern. Das Problem ist nur, dass der Mann hat wohl irgendwie vorher Sordurz Äpfel verschüttet und du greifst in die Säure hinein, die sich für 2W6 minus 2 SP in deine Hand frisst. Du siehst, wie sich das Fleisch leicht gräulich verfärbt und dann reitest du ein Karakil. Die nächsten Proben sind Reiten und nicht mehr Fliegen. Beziehungsweise ist eigentlich auch eine Fliegenprobe. Aber nee, okay, du kannst dich aber festhalten. Romili ist durch, Jalan. Nächsten Schuss? Da die Karakile gerade sich oben zurecht machen, nein, ich lasse meinen Bogen fallen, ziehe mein Schwert und stürme hoch. Gut, in der Hoffnung, dass du weggeschnappt wirst von einem der reiterlosen Karakile? Ganz richtig. Okay, yeah. So, schauen wir mal nach. Wir verziehen die beiden nach oben. Der eine hier, der eine da. Die sind alle tot. Das heißt... Ah ne, die sind nicht tot. Die schwelen nur und sind schwer verletzt. So viel Schaden haben die gar nicht bekommen. Ich weiß nicht, wenn du meinst, wenn du die sagst, aber das ist gut. Ich muss gerade hier 3 Wunden eintragen. Zustand. 10er. Und 3, alles klar. So, das sind die, die gerade verletzt werden. Hier ist einer gerade abgepflückt worden. Die sind alle weg. Jalan läuft nach oben. Ephadaios. Ja, ich will mir dann helfen. Ich bin offen für Vorschläge. Aber hier, wo ist der Speer? Ja, wo ist dieser verdammte Speer? Und ich renne hoch zu den Steuerfrauen und dort den abgebrochenen Dreizack zu holen. Wenn du möchtest, kannst du den auch schon in der Hand haben. Sie steht immer noch neben dir und deutet auf Wartenberg, der gerade Wartenberg? Nee, der Hasswolf. Hasswolf steht hier, du hast ja gesagt, steht hier oben irgendwo, das heißt, da steht er da auch. Sie deutet auf Hasswolf. Du könntest es wie ein Unfall aussehen lassen. Ich gehe auf Hasswolf zu. Hasswolf! Was ist mit dir los? Bist du nicht bereit, für deine Männer zu sterben? Was soll ich denn tun, verdammt? Ich stehe hier! Er deutet wieder Zornesband nach oben. Und er möchte sich jetzt über die Reling hier hinüberspringen, schwingen und dann würde er hier gerne auf dem anderen Deck hinüberlaufen, um den anderen zu helfen, weil mit einer Kampfwaffe kann er gerade wenig tun. Er ist auf alle Fälle wild entschlossen und würde das jetzt tun, wenn du nicht vorher eingreifst. Du hast wenig Sekunden zum Überlegen. 3, 2... Wie hoch ist das hier? 5 Meter. Okay. 3, 2... Na dann los, Mann! Ja, dann springt er hier einmal runter über die Reling und ploppt auf der anderen Seite auf. Körperbeherrschungsprobe von Hasswolf wird wohl gelingen. Werde ich nicht würfeln und in den nächsten Aktionen wird er dann irgendwie nach oben rennen, aber das dauert halt, bis er oben ist. Die anderen Söldner laufen natürlich auch irgendwie nach oben, versuchen es, weil schwere bzw. leichte Artillerie und versuchen dann mit Schwertern und Säbeln die Karakile herunter zu schießen. Und die Söldner, die noch übrig geblieben sind, die Schützen, werden ebenso nicht nur fliehen, sondern auch ab und zu mal nach hinten schießen. Ja, aber so ein Karakil mit einer Rüstung und vielen Lebenspunkten und Dämonen, das heißt, sie kriegen nur halben Schaden von profanen Waffen, das wird wohl wenig bringen. Ragnar will weiter nichts tun, Romili sitzt auf dem Karakil. Was also, willst du tun? Warte. Ja. Die Karakile kommen jetzt langsam runter, ja? Die sitzen so auf, ungefähr jetzt nur noch 10 Meter, sag ich mal, und stürzen sich dann immer wieder und immer wieder auf die Schützen. Es ist Zeit für Ragnar, Helden und Ogelzorn.
Ich renne auch noch da oben. Okay. Das kannst du dann auch in den letzten Aktionen gemacht haben, würde ich zulassen. Du kannst dann oben auftauchen. Wunderbar. Ja. So, Ragnar, was willst du tun? Wenn der sich dann mal wieder runterstürzt, um einen anderen zu fressen, ja. Oder wenn er versucht, mich zu fressen, ja. Dann mache ich es ähnlich wie unsere Hexe schon und springe heldenhaft auf den Rücken dieses Karakils. Okay, du willst also den Karakil haben, der noch keine Bemannung hat? Richtig. Gut, dann stürzt sich der gerade auf dich. Ist okay. Sehr gut. Körperbeherrschungsprobe, um dich abzurollen und... Dann gibst du mir eine Reitenprobe, um dich aufzuschwingen, denn du kannst nicht fliegen, sondern du musst reiten. Das sieht schon schlecht aus. Ja, du stolperst und der Karakil reißt an deinem Bein. Reitprobe. Ich hab kein Reiten. Wie, du hast kein Reiten? Würfel Reiten. Kein Reiten. Ich hab kein Reiten. Reiten ist kein Basistalent. Dann kriegst du 3W6 plus 3 durch den Biss. Autsch! Oh, kannst du aber auswürfeln? Wenn er doch gerade so passend da steht, kann man den dann angreifen? Ja, kannst du. Aber Romain ist, glaube ich, erst dran, oder? Richtig, wir gehen. Ich habe jetzt keine Initiative auswürfeln lassen von oben und unten im Teamspeak. So, Ragnar 3W6 plus 3 durch den Biss reißt an deinem Bein. Soll ich selber rabwürfeln oder wie? Ja, genau. Romini, du bist dran. Und wie viel ist die Selbstbeherrschungsprobe für eine Wunde erschwert, wenn ich die ignorieren möchte? Wundenanzahl und je nachdem wie also aus. Eins. Was willst du tun? Du sitzt auf dem Karakil. Ja, erstmal die Wunde ignorieren. So dezent natürlich nicht, ist natürlich super. Ich möchte versuchen, meinen Karakil auf den anderen zu lenken, damit die sich gegenseitig zerfleischen. Oh, das ist eine geile Idee. Ist eine geile Idee. Was will ich denn da für eine Probe haben? Da schlag mir mal was vor. Was kann man da... Abrichten? Abrichten finde ich gut. Oh, das gefällt mir. Abrichten, Dämonen abrichten... Gib mir mal eine plus 5 nur. Ist das eine faire Probe? Nur plus 5. Ich frage lieber nicht, ob Tierfreund zählt. Ich glaube nämlich nicht. Nee, Tierfreund lasse ich nicht zu. Das sind keine Dämonenfreund. Tiere. Eben. Bitte. Oh, leck mich, Würfel. Für ein Chippy hast du ihn schon ausgegeben. Ja. Hat noch irgendjemand anderes einen? Ragnar hat einen, oder? Nö. F hat einen. Hat Ephadaios noch einen? Ja, für was? Die Abrichtenprobe von Romilly, die 20 neu. Würde ich dich zulassen, dass du es darfst. Ja, mach nochmal. Okay, 20 gut, ja. Nochmal. Das sieht doch schon besser aus. Ragnar, irgendetwas reißt und zieht an deinem Fuß. Du siehst, wie du kurz für eine Sekunde in der Luft schwebst. Dann spürst du, wie der anderthalb Meter von Jala neben dir in den Hals gehackt wird. Ein weiterer Ruck, der durch dein Bein geht. Du spürst, wie Säure, ein widerlicher Odem aus diesem Karakil herausdringt. Und dann eine weitere riesige Gestalt sich auf dich niederstürzt. Du rechnest damit, dass jetzt Golgari in Gestalt eines Karakils auf dich zurast, aber zu deiner großen Verwunderung springt jetzt Romilly von dem Karakil ab, landet neben dir, die Karakile verbeißen sich ineinander in dem Hals und du wirst dann fallen gelassen. Jalan darf einmal zuschlagen mit seinem anderen Halbhänder. Ja, machen wir noch einen Sturmangriff draus. Ja, und bei Ragnar wird dann alles schwarz vor Augen, während er diese letzten Momente sieht. Nochmal 2 Punkte zur Schadenserhöhung, kommen auf plus 6. Genau, der eine wird jetzt zerbissen und du musstest jetzt denjenigen, der den anderen angegriffen hatte, den müsstest du jetzt einmal... Ja, ich stürme los, dann knallt auf einmal vor mir der zweite Karakil ins Deck. Ich komme gerade hoffentlich noch schlittern zum Stehen, bevor einer von beiden mich aufspießt. Ja, ein Schwanzschlag. Ich rechne das jetzt einfach mal wie ein Biss ab, weil, ja, Patzer, beziehungsweise ist gar kein Patzer, ne? Nicht gepatzt, ist abgewendet. Ist nicht, okay, dann hast du ja Glück. Trotzdem kriegen die ein Passierschlag, weil, naja, ne? Sturmangriff nicht geschafft, kriegst jetzt trotzdem den Biss mit, ist nur eine AT von 10. Ja, aber Aufmerksamkeit und Kampfreflexe. Ja, beißt an dir vorbei, ist auch gar nicht so sehr mit dir beschäftigt. Ephadaios. Ich stürme runter und will mich halt auch dem Nahkampf dann widmen. Aber ja, ich brauche halt erstmal eine Zeit, darüber zu kommen. Genauso wie Hasswolf oder wie machst du es? Ich nehme den sicheren Weg, wo ich nicht springen muss, durch. Oh, du Langweiler.
Ragnar, ist ohnmächtig, Romilly. Schlägst gerade auf dem Oberdeck ab, rollst dich einmal ab und, ja. Versuche Ragnar irgendwie am Kragen zu packen mit der heilen Hand und raus aus der Gefahrenzone. Perfekt. Jalan, nach einmal zuschlagen. Ein Karakil lebt. Kann ich dem Vieh auf den Rücken springen? Und dann, damit ich an den Kopf komme? Reiten? Ich finde Reiten gut. Reiten, um drauf zu springen. Machen wir Reiten. Ich bin der Profi-Reiter. Ja, genau. Hast du es noch nie benutzt? Bin ich gut. Gelungen. Oh, ich könnte dir noch eine Erschwernis reindrücken, aber ich lasse es bleiben. Ich lasse es bleiben. Du springst von eben einem Karakil auf den Rücken des zweiten. Beide haben sich ineinander verbissen und du stehst jetzt auf dem Nacken der zweiten Schlange. Ein Angriff erleichtert um 5. Und hau dem zu. Wie viel erschwert um 5? Erleichtert um 5, weil du auf seinem Hals stehst. Ja komm, machen wir noch einen 10er Wuchtschlag draus. Oh, du hast keinen Hammerschlag, ne? Nee, Treffer. Treffer. Schaden? Moment, kommen 10 Punkte rum. Ne? Es ist, ja? Ist keine geweihte Waffe, ne? Leider nicht. Ist okay. Also du säbelst dem Vieh in den Hals, springst dann wieder vom Hals herunter, drehst dein Schwert mit, sodass das ganze Ding aufgesäbelt wird und du in eine halbe Röhre reingucken kannst, die wohl mal der Hals gewesen ist. Dann brechen beide Karakile tot zusammen und du siehst, wie weitere Säure aus dem Ding rausläuft. Grauer Nimbusnebel. Und während du auf den Hals siehst, kannst du erkennen, wie du nur noch den Griff deines anderthalbhänders in der Hand hast. Ich mir ist tatsächlich gerade egal. Ich reck dir nach oben, blicke mich mal kurz zu den noch umstehenden Kämpfern und brüll einfach einmal laut. Dann steht Hasswolf neben dir und schreit einmal: Rondra, Swafnir! Evadaius kommt dann noch irgendwann nach oben und ihr habt es geschafft. Langsam das Stöhnen der Männer, diejenigen, die immer noch von Säure bedeckt sind, die werden dann langsam durch die anrückenden Medici und anderen Kameraden nach unten gebracht. Die Toten auf dem Oberdeck werden bedeckt mit Tüchern und es kommt wieder ein bisschen Ruhe rein. Die Karakile wurden überwunden. Scheiße, seid ihr beide in Ordnung? Und dann Romilly und Ragnar gerichtet. Oh ja, ich glaube, Ragnar hat's böse erwischt. Bei mir wird sich das in ein paar Tagen wieder erholen. Ihr wartet da. Helft den beiden noch auf dem Weg zur Krankenstation. Und such mal jemand Braun, die Geschütze sollen herbei. Wie sieht's bei den anderen aus? Schlecht. Sehr schlecht. Die Schützen haben einiges abgekriegt. Unten auf dem Deck sehe ich den Oberst schon, der wird mir einen Einlauf verpassen. Nun gut. Auf die Krankenstation muss geht, der Rest kann sich in der Kombüse erstmal einen Becher rum abholen. Nach den ersten 20 Minuten sind zwei Geschütze aufgebaut. Man hat sich erstmal darauf verständigt, dass die Harpunale gebaut werden, jeweils links und rechts, damit weitere Schlangen dann damit abgewehrt werden können. Etwas Ruhe kommt wieder ins Schiff, obwohl alle weiterhin nervös sind. Einige der Infanteristen werden auch sich mit Bögen bemannen, auch wenn sie das nicht so sehr gut können. Aber man hat jetzt wohl eher Probleme mit dem Nahkampf und alle werden sich irgendwie auf den Fernkampf verständigen. Auch wenn das gerade, ob man da wirklich eine Chance hat, wieder mit profanen Bögen. Sie sind zumindest ziemlich entmutigt. So entmutigt, wie man eben als Soldaten, als Söldner sein kann. Wenn man gegen Dämonen zieht, die schon einmal einen Vernichtungsfeldzug gegen Tobriant geführt haben. Wird auch wieder bessere Tage. Ihr seid doch schließlich nicht hier, um Dämonen zu töten. Überlasst das den Geweihten. Was ist da zu Ragnar gesagt? So, wer auch immer gerade zugehört. Sitzen vermutlich. Weiß nicht, wie viele noch da sind. Meine Gnaden, wann können wir hier weg?
Boah, wenn wir nur eine normale Crew hätten. Die Arche pumpt bereits wieder. Es kann Stunden dauern. Hoffen wir einfach mal, dass Jagan seine Dämonenreiter nicht vermisst bis dahin. Hoffen wir, dass sie uns nächstes Mal nicht das Endurium-Core hinterher schicken. Das könnte hässlich werden. Evadarios, wenn ihr doch einen Segen über die Mannschaft sprechen möchtet. Über die Verstorbenen. Ich würde das Hasswolf überlassen und mich darum kümmern, die Arche so schnell wie möglich wieder einsatzbereit zu machen. Ich habe da eine Idee. Na gut. Und dann würde er ins Unterdeck verschwinden. Und damit beenden wir die Runde und sehen nächste Woche, wie es weitergeht.